Herzlich willkommen zum Feature des Monats. Mein Name ist Norm Sibbing und ich werde Ihnen in den nächsten Minuten darstellen, wie das Datenbank Security Assessment Tool die Sicherheit Ihrer Datenbank verbessern kann. Mit dem Database Security Assessment Tool haben Sie die Möglichkeit, den Sicherheitszustand Ihrer Datenbank zu ermitteln. Dazu gehört die Erfassung der sicherheitsrelevanten Parameter, die Erfassung, welche Benutzer welche Privilegien besitzen und das Aufspüren sensibler Daten. Die erstellten Berichte enthalten eine Zusammenfassung und detaillierte Informationen zu den gefundenen Findings. Zusätzlich werden die Empfehlungen anhand ihrer Kritikalität priorisiert. Das Tool analysiert Datenbanken ab der Version 10. Es ist eigenständig, schnell einsetzbar und leicht zu bedienen. Und das Schönste ist, es ist kostenlos für alle Oracle-Kunden. Dieses Tool können Sie über die entsprechende Dokumenten-ID im Oracle Support beziehen. Das Database Security Assessment Tool überprüft Benutzerkonten, überprüft Berechtigungen, Rollen der Benutzer, schaut nach, ob Daten verschlüsselt sind und nicht verschlüsselt sind, überprüft Audit-Richtlinien, sind sie eingestellt, sind sie nicht eingestellt, wie ist die Datenbank, wird die Datenbank geaudit oder nicht geaudit, schaut in der SQLNet Aura nach sicherheitsrelevanten Parametern. Das gleiche in der Listener Aura, überprüft Dateiberechtigungen, sind sie richtig gesetzt und zudem sucht es sensible Daten anhand ihrer Metadaten. Die Verwendung des Werkzeugs ist einfach. Zuerst kopieren Sie das Werkzeug auf den entsprechenden Datenbankserver. Nun brauchen Sie nur die Connect-Informationen Ihrer Datenbank und einen Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen, das Data Dictionary, zu durchsuchen. Alle gesammelten Informationen werden im JSON-Format in einer Datei gespeichert. Abschließend verwenden Sie das Werkzeug, um aus den entsprechenden Informationen die Berichte zu erstellen. Nach dem Kopieren des DBSAT-Werkzeugs auf den Datenbankserver entpacken wir es. Damit wäre die Installation fertig. Beim Aufrufen des DBSAT bekommen Sie eine kurze Hilfe angezeigt. Hier sehen Sie die drei wesentlichen Befehle: Collect, Report und Discover. Zum Suchen sensibler Daten sind folgende Schritte notwendig. Als erstes werden über eine Konfigurationsdatei alle notwendigen Informationen bereitgestellt. Da werden unter anderem die Datenbankverbindungsinformationen, die Datenkategorie, Finanzdaten, Mitarbeiterdaten, Buchungsdaten, das entsprechende Risikolevel, High Risk, Low Risk und eine Liste von Objekten, die Sie nicht durchsuchen wollen. Im zweiten Schritt werden die Suchmuster angegeben. Diese werden in Form von regulären Ausdrücken in einer separaten Datei verwaltet. In dieser Datei haben Sie die Möglichkeit, eigene Suchmuster anzugeben oder welche hinzuzufügen. Erst jetzt kann das Werkzeug im dritten Schritt die Daten entsprechend der Suchmuster und der Konfiguration suchen und einordnen. Nachdem die Suche durchgeführt wurde, werden entsprechende Berichte erstellt. Diese werden verschlüsselt in einer Datei abgelegt. Und nun zur Praxis. Zuerst teilen wir dem Werkzeug mit, wo sich die Datenbank befindet. Dazu editieren wir die entsprechende Konfigurationsdatei. Hierzu verwenden wir die mitgelieferte Beispiel-Konfigurationsdatei. In der Konfigurationsdatei geben wir den Datenbank-Servernamen an, den Port und den Datenbank-Service, den wir durchsuchen möchten. Im Weiteren haben wir die Möglichkeit, eine Datei anzugeben, in dem die Suchmuster definiert sind. Diese Datei werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind der Scope, das heißt, welche Schemata möchte ich durchsuchen. Hier in dem Beispiel werden alle durchsucht. Ab wann soll durchsucht werden? Es muss mindestens ein Datensatz enthalten sein. Und ich kann eine Ausschlussliste angeben, welche Datenobjekte ich nicht durchsuchen möchte. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, ein Mapping zwischen der Datenkategorie und dem Risiko zu erstellen. Jetzt nur noch speichern und fertig ist die
Konfigurationseinstellungen. Jetzt schauen wir uns die Konfigurationsdatei an, in dem die Suchmuster der sensiblen Daten beschrieben werden. Diese Datei befindet sich im gleichen Ordner wie die Beispielkonfigurationsdatei. Hier zu sehen sind die Suchmuster für die unterschiedlichen Datentypen, auf Spaltenebene, auf Kommentarebene. Zusätzlich kann eine Zuordnung zur Kategorie hergestellt werden. Sollte Ihre Datenart hier nicht auftauchen, können Sie einfach welche hinzufügen. Jetzt können wir mit der eigentlichen Suche beginnen. Dazu rufen wir das Tool im Discoverer-Modus auf und geben die Datei an, in dem die Konfiguration enthalten ist. Als letztes nur noch den Namen der Ausgabedatei. Den Namen des Datenbankbenutzers, der das Data Dictionary durchsuchen darf. Da mache ich es mir ja einfach und nehme den Datenbankadministrator. Nachdem die Suche durchgeführt worden ist, werde ich nach einem Passwort gefragt, um die Datei zu verschlüsseln. Hier zu sehen sind die zwei Ausgabedateien, eine im HTML-Format und eine im Comma-Separated-Value-Format. Die Datei selber ist gezippt und durch das Passwort geschützt. Der Bericht bietet zunächst eine gute Übersicht darüber, welche Kategorien er gefunden hat, wie viele Tabellen diese Daten beinhalten, wie viele Spalten diese Daten beinhalten und wie viele Datensätze generell davon betroffen sind. Im Weiteren zeigt der Bericht anhand der Kategorie, welche Objekte bzw. Tabellen und Spalten sensitive Daten beinhalten. Letztendlich eine sehr genaue Angabe, wo sensible Daten gespeichert werden. Vom Schemaname über Tabellenname, Spaltenname und Datentyp. Das Erstellen des Berichtes über den Sicherheitszustand Ihrer Datenbank geht noch einfacher. Hier benötigen wir lediglich die Datenbankverbindungsinformationen und einen Datenbankbenutzer mit entsprechenden Berechtigungen. Die so gesammelten Informationen werden wiederum im JSON-Format in einer Datei gespeichert. Im zweiten Schritt erstellt das Werkzeug mit dem Befehl Report die entsprechenden Berichte. Die erstellten Berichte werden im HTML-Format, im Textformat und im Excel-Format in einer verschlüsselten ZIP-Datei gespeichert. Das Sammeln der Konfigurationsinformationen der Datenbank geschieht über den DBSAT-Kollektor. Hierzu benötigen wir lediglich einen Datenbankbenutzer, der die Berechtigung hat, das Data Dictionary zu durchsuchen. Zusätzlich müssen wir den Namen der Ausgabedatei angeben. Die gesammelten Daten werden im JSON-Format gespeichert. Dazu benötigen wir ein Passwort, damit die Datei verschlüsselt wird. Aus diesen Informationen erstellen wir nun die Berichte. Dazu verwenden wir den dbsat-report-Befehl. Zusätzlich benötigen wir den Namen der Ausgabedatei. Zum Öffnen der JSON-Datei benötigen wir das eben verwendete Passwort. Zum Speichern der Berichte verwenden wir ebenfalls ein Passwort, um die Datei zu schützen. In dieser Datei enthalten sind alle Formate der Berichte: Text, HTML und Excel Spreadsheet. Jetzt haben wir alle Berichte erstellt. Im HTML-Bericht findet sich eine Übersicht über die gefundenen Findings je Kategorie. Hier gut zu sehen ist, dass die Datenbank im Bereich User Accounts ein schwerwiegendes Risiko beinhaltet.
Ein weiterer Bericht zeigt die bereits in der Datenbank verwendeten Sicherheitsfeatures. Dies könnte Indiz dafür sein, dass die Datenbank bereits sensible Daten speichert. In dieser Darstellung sehen wir Detailinformationen des Findings. Er besteht aus dem Schweregrad des Findings, eine kurze Zusammenfassung, Detailinformationen und eine Beschreibung, weswegen der Test gemacht worden ist und warum dieses Finding eine Gefahr darstellt und wie man ihn beheben kann. Zusätzlich wird eine Zuordnung zu den Regularien, hier in dem Fall GDPR, hergestellt. Neben der HTML-Darstellung des Berichts existieren zwei weitere Formate, einmal in Form eines Excel-Spreadsheets und einmal in Form eines Textfiles. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung, wofür man das Database Security Assessment Tool einsetzen kann. Zum einen, um sensible Daten in der Datenbank zu finden. Zum anderen, um Fehlkonfigurationen aufzudecken und damit Risiken zu minimieren. Und man bekommt eine sehr gute Übersicht über die Berechtigung der in der Datenbank vorhandenen Benutzer. Das war das Feature des Monats. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.